Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wo ein Rabbit immer noch am Leiden ist. Ich hoffe, dass wir ihm helfen können. Bin nicht mehr traurig um den armen kleinen Hasen da. Obwohl, die halten das aus. Auch wenn das fies klingt, die halten das aus. Das sah jetzt kurz so aus, als ob hier eventuell noch mal eine Höhle wäre. So, grüne Münzenherausforderung. Schaffen wir es? Es geht ja an dem Hauptziel vorbei. Und solange ich nicht reingehe, triggert das nichts, ne? Nee. Wo ist die fünfte Münze? Da. Komm, gib her. Gib her. Ja. Meine Schatztruhe. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen interessanten Kampf mit Geistern, ne? So, den brauche ich. Wofür? Da vorne gibt es auf jeden Fall einen Spark. Die Mission sollte ich auf jeden Fall machen. Dann kann ich die Kiste nicht öffnen. Hier wäre noch mein Laden. Sobald ich das sehe, zu den Hasen komme ich nicht. Den können wir nur beim Leiden zuschauen. Wie fies das klingt, ne? Aber es ist halt leider die Realität. So, was ist hier denn? Da ist ein Schuh. Der Schuh des Manitou. Ein Denkmal für Irinka Rabitschenko, die große persönliche Herausforderungen überwunden hat, um die Eiskunstlaufmeisterschaften auf Flockenbrocken zu gewinnen. Sie war nämlich ein riesiger Tollpatsch. Okay. Ach, dann können wir uns doch bestimmt auch hier zu dem... da hinten was anhören. Ja. Oho. Wir holen uns auf jeden Fall den Spark, den es da gibt. So, kann ich mit dir interagieren irgendwie? Ja. Wofür ist das? Möchtest du das haben? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hab ich einfach einen Block da hinten rausbekommen. Dem Rabbit geht's gut, Leute. Dem geht's richtig prima. Ich nehme das einfach mal mit. Und stelle es zu dem Block. Wir werden schon herausfinden, wofür das gut ist. Da hinten brauche ich es wahrscheinlich. Wir holen jetzt erstmal den neuen Spark. Aeronaut. Dr. Spleenik. Die Bergrettung ist das. Zumindest hoffe ich das. Ich werde euch nicht auffressen. Lüchner, sei schnell. Was lange auf sich allein gestellt. Er ist verrückt geworden. Aber das sind ja alle Rabbits. Der Wissenschaftler ist durch die Einsamkeit offenbar völlig irre geworden. Wir sollten versuchen, ihm zu helfen. Geht nicht. Entschuldigung. Was ich sagen wollte, da ist ein Saboteur in meinem Labor. Folge meinem Assistenten. Er wird es euch zeigen. Ja, ich merke schon. Ah, okay. Ich glaube, ich muss hier nicht mal einen Kampf machen. Oder... sehe ich das falsch? Mann, ist es hier drin düster. Hier sind Bonbons. Easy Modus ist an. Keine Reaktion.
Okay, mit Luigi will ich auf jeden Fall da hoch. Das steht ja schon außer Frage. Du verschwinde aus deiner Deckung. Die Bombe lasse ich mal in Ruhe. Als ob ich ihn jetzt nicht treffe wegen dem Winkel. So, Mario und Rebella gehen nach da unten. Ich habe wieder nicht dran gedacht. Rebella würde ich tatsächlich sogar direkt nach ganz unten schicken. So, weg mit dir. Dann machen wir mal die beiden Bomben weg. Perfekt. Und ich habe nicht drüber nachgedacht. Perfekt. Aber Feuer juckt ja nicht. Der Luigi kann eigentlich direkt wieder runterkommen. Bringt ihm nichts, da oben zu bleiben. Da die ja hinter einer Wand sind. Ich wollte gerade den Schrei-Rabbit nutzen, also den Schrei-Spark. So, mal ungesehen machen. Wir greifen die Luigi auch nicht an. Wen kann ich eher unten gebrauchen? Ich weiß schon, was ich mache. Helden sich mit Feuer nach dem Feuerangriff hätte ich mir schenken können. Ich habe vergessen wieder. Der hat doch eine Immunität gegen Feuer. Extra Schaden. So, dann machen wir mal spritzig drauf und dann schleudern wir den weg. Easy. Ach, die Wände kann ich auch kaputt sensoren. Oder wie das jetzt war, Ultraschall. Also mit dem Ultraschall kaputt machen. Okay, der bewegt sich rein. Ich dachte, ich kann das nur bei diesen weißen Blöcken. Den Bonbon lassen wir mal in Ruhe. Muss ich mit den Teilen da eigentlich auch irgendwas machen? Die sind doch nicht nur Zierde, oder? So. Diesmal lassen wir den Bonbon in Ruhe, gehen einfach unsere Wege. Und gucken, was das Schicksal bringt. Hui. Da ist der wichtige Kampf. Pustekuchen. Die Map sieht awesome aus. Ich sehe viele Nahkämpfer. Oh. Wofür ist das denn? Machst du jetzt irgendwas? Ja, husten. Das ist ja cool. Wir verstecken uns mal hier. Und dann lassen wir die mal abhauen. So, jetzt kann ich die nämlich gut treffen. Den
Bonbon da ganz oben können wir eigentlich auch in Ruhe lassen. So, der macht den wahrscheinlich da unten an. Da unten treffe ich eh niemanden. Immer mit dich. Den Kraftangriff hebe ich mir noch auf. Ich will hüpfen. So, können in die nächste Runde gehen. Besteht diese Map einzig und allein daraus, den Gegner die ganze Zeit rumpusten zu lassen? Ich weiß jetzt nicht, ob das die schlauste Aktion war. Ich glaube, der Sinn dahinter ist wirklich, eine Bombe bis da hinten hin pusten zu lassen. Der wird jetzt eh weggepustet. Also hat er nochmal Schaden bekommen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Runde gerade so lange gedauert hat, weil da noch jemand rumgepustet wurde. Aber das ist mal eine interessante Map. So, wir nehmen mal das spritzig. Und hoffen einfach mal, dass die runterfliegen. Ich kann ja jetzt richtig viele treffen. Eintagsfliege. Kabum! In dein Gesicht. So, Luigi muss auch noch. Er kriegt den Schutz von allen Seiten. Und ich mache auch ungesehen. Egal wie ich drehe und wende, ich kann eh nur den abschießen. So, kommt doch. Ja, der wartet jetzt erstmal, dass alles hier durchgeblasen hat. Na los. Nein, böse. Verdammt, die gehen jetzt alle auf Mario. Oder nicht, weil der außer Reichweite ist. So, jetzt boosten wir. Let's go. Noch nicht. Jetzt. Das war eigentlich nicht mein Plan. Hoffen wir mal, dass ungesehen lang genug noch hält. So, Mario, hier. Um Gottes Willen, das wird Schaden geben. Zumindest einen Tod. Ja, Leute, ich sehe, dass ich Schleim nicht zuerst hätte machen sollen. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Das funktioniert viel besser. Ungesehen ist noch da. Das hat zumindest Luigi gerade geholfen. Ich will den Nahkämpfer da unbedingt loswerden. Der müsste hoch empfindlich sein gegen Feuer. Hauptsache, er steht weit genug jetzt weg. Ah, Mario hat es noch leicht abbekommen. So, Probleme sollten jetzt erstmal aus der Welt geschafft sein. Den Nahkämpfer schalten wir von oben aus. Aber erstmal Knopf aktivieren. So, kommt Mario auch überall hin? Ja, man kann drüber reden. Das hätte keinerlei Sinn. Mach ich einen Eisenblick. Und wir gehen erst auf den Nahkämpfer. Das trifft beide. Und macht sehr gut Schaden. Wenn der Nahkämpfer sich nicht wehren kann, ist es am besten. Die treffen auch schlechter von da unten. Mario sollte ich jetzt trotzdem mal heilen. Also die momentanen Bonbons, die kommen bei mir auf die jeden Fall nicht an. So, Mario bleibt mal hinten versteckt und heilt sich. Im richtigen Winkel stehe, kann ich beide treffen. Und dumm ist, hier gibt es nicht den richtigen Winkel. Aber ich könnte eventuell einen schaffen. Ja, jetzt sind die beiden da hinten, ne? Wo kommt der denn raus? Der kommt an einer ungefährlichen Stelle raus. Warum Wink, aus dem ich treffen kann? Perfekt. Ich mache einfach den Sturmklinge, Mann. Eigentlich hilft es mir sogar, wenn die Bomben hier hochkommen. Dann kann ich deren Verteidigung da unten wegmachen. Na los. Kommt Luigi gerade so an die Bombe ran? Nee. Ich kann die Bombe eigentlich auch ruhig in Ruhe lassen. Oh.
den und den. Perfekt, die stehen beieinander jetzt dadurch. So, die Bombe weg. Ich warte nur, dass die Bombe hier zu mir kommt. Armselig. Nein, den aus. Sonst mache ich die Bombe jetzt kaputt. So, lauf erst, wenn der Wind weg ist, bitte. Danke. Die sind da hinten jetzt eh gefangen. Aber so kann ich den Block wegmachen. Zumindest ein bisschen. So, dann haben die weniger Verteidigung. Einer müsste sich eventuell boosten lassen. Machen wir die Bombe mal weg. Mario kommt dahin, also muss Rebella. Lass erst Mario einmal kurz runter boosten. So, dann ist er nämlich außer Reichweite. Kann hier ihn den Teamsprung machen lassen. Wenn ich jetzt den Knopf aktiviere. Auch mit dir. Und dann kann ich auch direkt das andere Booste-Ding hier anmachen. Ja, und jetzt heißt es abwarten. Ich hoffe, die haben Spaß da hinten. Die kommen da nicht mehr weg. Es dauert jetzt Ewigkeiten. Und da kommt jetzt eine Bombe angerollt. Kann nichts machen, weil die Bomben gerade rumgepustet werden. Roll, Bombe, roll! Den muss ich jetzt eigentlich nur da hinten hochgehen lassen. Komm, Tiff! Dann ist er tot. Verdammt. Geschafft. Dafür habe ich mich durchgekämpft. Unser verrückter Wissenschaftler scheint gar nicht so paranoid zu sein. Die Finsterzeitpfütze hat sein Labor tatsächlich sabotiert. Bitte verzeiht meinen Betragen vorhin. Ich habe mich geändert. Ehrlich, ich freue mich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen. Das verstehe ich. Ehrlich gesagt ist es eine Erleichterung, dass... Aber erst muss ich noch die Spione aus meinem Labor jagen. Raus, raus, ihr alle, raus! Nehmt es ihn nicht übel. Er war hier draußen 3 Tage lang allein. 3 Tage? Mehr nicht? Du kommst besser mit uns, bevor das Ding auftaucht oder etwas ebenso Schreckliches tut. Da hat einer den Wahnsinn willkommen geheißen. So, was kann denn unser neuer Freund? Ah, der kann Windstoß drauf tun. Könnte ganz nützlich sein, tatsächlich.
muss gerade nur überlegen, wem ich das gebe. Das könnten wir Rabbit Peach geben. Weil sie kann ja einen relativ gut treffen und sie würde damit dann jemanden aus der Verteidigung rausprügeln. Das wäre sehr nützlich. Okay. Sonst scheint hier aber ja weiter nichts in der Höhle zu sein. Die Gegner sind auch weg. Da wollte doch irgendwas auftauen. Wo war denn das? Aber in nur 3 Tagen bekloppt werden. Er versucht das da aufzutauen. Den großen Rabbit da. Ich habe mir jetzt auch gemerkt, ne, dass ich die Wand da oben aufschallen kann. Da ist Information! Jawohl! Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Und ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt für heute Schluss. Ich schüttel den Busch. Wie man es von mir erwartet und kennt. Hier ist nochmal so ein Block. Okay, die brauche ich doch 100 Pro für irgendwas. Wenn die hier schon aus den Bäumen alle rauskommen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like gelassen. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss.